Dann begrüße ich. Ja, du darfst auf die Bühne kommen. Die Pamela Schobers. Pamela ist seit 2019 jetzt auch politische Sprecherin der Livecom. Ich kann jetzt gar nicht so viel aufzählen, was ich mir da alles aufgeschrieben habe. Sie ist seit über 20 Jahren Clubbetreiberin in Berlin. Und führt seit 2011 den Live-Club Gretchen und ist Mitglied der IHK-Vollversammlung in den IHK-Ausschüssen und so weiter und so fort im Beirat des Music Boards in Berlin. Bekannt geworden, oder ich habe sie dann ziemlich oft gesehen, auch dass sie in so vielen verschiedenen Panels war. Das ist immer gesagt, ich kann heute nicht an irgendeiner Vorstandssitzung teilnehmen, ich muss ab das Panel und das Panel und das Panel, war überall ein gern gesehener Gast. Und unter anderem ist sie aber auch, seid ihr Mitglied in dem, oder Vertreterin der Livecom in dem parlamentarischen Forum Clubkultur und Nachtleben. Wie es dazu kam, was die Idee war dazu und was da momentan auch passiert und hoffentlich auch in Zukunft dann auch natürlich vielleicht mit anderen Mitgliedern passieren wird, das wird sie uns jetzt erzählen. Ja. Bitte schön, Pamela. Danke. Ja, hallo, ich bin Pamela. Ich kenne ungefähr die Hälfte von euch und ich frage mich die ganze Zeit, wer von euch weiß, was ein parlamentarisches Forum Clubkultur ist oder nicht. Gibt es jemanden, der nicht weiß, was das ist? Alle wissen, was das parlamentarische Forum Clubkultur ist. Okay, das macht es nicht einfacher für mich. Also, ich fange trotzdem vorne an, weil das wissen vielleicht nicht alle. Entstanden ist diese Idee mal in so einer Art Nebensatz auf einem Panel der Stadt nach Acht, unserem Berliner Pendant zu dieser Veranstaltung hier, wo verschiedene Bundestagspolitiker zusammen waren und gesagt haben, ja, man müsste sich eigentlich für so bestimmte Interessen gemeinsam einsetzen. Und da hat damals Karin Ley von den Linken gesagt, ja, wir bräuchten eigentlich ein parlamentarisches Forum Clubkultur. Diese parlamentarischen Foren gibt es für alle möglichen Interessen und da finden sich eben entgegen vieler anderer Veranstaltungen im Bundestag tatsächlich PolitikerInnen aus unterschiedlichen, in der Regel demokratischen Fraktionen zusammen und besprechen ein Thema und interessieren sich dafür. Manchmal interessieren sie sich nur dafür und manchmal unternehmen sie auch ganz viel dafür. Und wir haben das große Glück, dass wir Leute gefunden haben, die sich extrem für uns interessieren und die sich wirklich den Arsch für uns aufreißen. Deswegen an dieser Stelle auf jeden Fall ein riesengroßes Dankeschön, dass es das Parlamentarische Forum Clubkultur und Nachtleben gibt, weil es uns wirklich sehr geholfen hat. Die Idee entstand Ende 2019, gegründet wurde es im Februar 2020 an einem Nebentisch bei unserem Clubkommissionsjahresempfang in Berlin. Die Gründungsmitglieder sind Karin Ley von den Linken, Hagen Reinhold von der FDP, Frank Sitter war mit dabei, Erhard Gründel von Bündnis 90 Die Grünen, Klaus Mindrup und Kai Wegner. Einige davon sind tatsächlich Leute, die im Clubleben sozialisiert worden sind, also Clubgänger, deswegen brennen sie dafür. Andere sind Leute, die nicht unbedingt ausgehen, aber tatsächlich begriffen haben, warum wir und warum die Clubkultur so wichtig ist. Und das ist sozusagen der Fuß in der Tür. Was machen wir? Wir treffen uns ungefähr alle 4 Wochen normalerweise und eigentlich geht es darum, dass sich diese Leute gemeinsam mit uns für unsere Interessen einsetzen. Jetzt seht ihr, Februar 2020, einen Monat später kam Corona. Deswegen war das ein riesengroßes Glück für uns, auch dass sich diese Gruppe schon gefunden hatte und uns sehr hat unterstützen können bei all den Dingen, die wir wegen Corona in der Bundespolitik haben auf den Weg bringen wollen, bringen müssen. Wir treffen uns alle 4 Wochen, die Gründungsmitglieder, es sind in der Zwischenzeit sogar noch ein paar Parlamentarier dazugekommen, es sind in der Regel auch immer alle da. Von unserer Seite sind mit dabei, damit ich niemanden vergesse, habe ich mir das aufgeschrieben, wir haben sozusagen auch sowas wie Gründungsmitglieder, aber es ist das Forum der Politiker, aber wir sind eben mit dabei und bei uns sind es im Wesentlichen Tore Debohr, Marc Wohlrabe, Steffen Kache, Carsten Schölermann, Axel Beilreich und ich. Und wir besprechen Dinge, die uns wichtig sind. Und ursprünglich, als es noch kein Corona gab, war das für uns das Top-Thema auf der Bundesebene, die Baunutzungsverordnung. Wir haben ja alle da schon sehr, sehr lange dran gearbeitet. Da geht es darum, dass wir nicht mehr als Vergnügungsstätten klassifiziert werden wollen, dass wir nicht mehr mit Bordellen und Spielhöllen gleichgesetzt werden wollen, sondern dass wir anerkannt werden wollen als Kultur. Und wir haben
sozusagen in unserem Lobbykreis immer wieder überlegt, wie kann man das am besten machen, wo sind da die größten Hürden, wie kriegt man diesen Kulturstatus, und da ist uns immer wieder diese Baunutzungsverordnung auf die Füße gefallen. Wir haben ja auch alle in unseren eigenen Verbänden in den jeweiligen Bundesländern oder Städten auch versucht, über Baurecht Dinge zu machen, und da wurden wir immer wieder zurück an den Bund verwiesen, dass das ein Bundesgesetz ist. Dann haben wir mit Bundespolitikern gesprochen, die uns ehrlicherweise wieder zurückverwiesen haben in die Länder. Und dann haben wir irgendwann gesagt, also so funktioniert das irgendwie gar nicht. Und dann hatten wir dieses parlamentarische Forum Clubkultur und siehe da, es ist schon ein Bundesthema. Und dem haben wir uns gemeinsam angenommen. Wir haben gemeinsam daran gearbeitet. Das Gute an diesem parlamentarischen Forum ist, dass da wirklich Leute aus den Koalitionsfraktionen und der Opposition zusammenkommen und tatsächlich ein gemeinsames Interesse verfolgen, und das eben über diese Parteigrenzen hinweg. Also da muss man, die müssen nicht sozusagen irgendeiner Linie folgen, sondern die können sich offen austauschen, und dann ist es, dann sagt auch tatsächlich ein CDU-Politiker das Gleiche wie eine linken Politikerin. Und das ist im politischen Raum, wisst ihr alle, sehr ungewöhnlich, aber da kann man offen sprechen und da kann man diese Ziele eben verfolgen. Und das Gute ist eben, dass zum Thema Baunutzungsverordnung zum Beispiel alle der gleichen Meinung waren, dass das geändert werden muss und dass wir Kultur sind. Also haben wir sehr hart daran gearbeitet, und für uns wiederum, ich meine, wir wussten das ja vorher schon, dass wir Kultur sind und dass man das ändern muss. Diese Leute mussten wir nicht überzeugen, aber das Gute an diesem Zusammenspiel zwischen diesen Parlamentariern und uns ist, dass man auf einer One-to-One-Ebene auch herausfinden kann, wie man sowas am geschicktesten angeht. Dass man eben nicht überall in jedem Büro einzeln vorspricht, ohne zu wissen, ob das irgendetwas bringt, sondern wir treffen zusammen mit Leuten, die genau wissen, wie der parlamentarische Apparat funktioniert, wann welche Sitzungen sind, wer für was zuständig ist, wer was entscheiden kann, wer behauptet, etwas entscheiden zu können, aber gar keine Kompetenzen hat. Und alle diese Dinge können wir in diesem parlamentarischen Forum besprechen, und das macht es für uns halt total gut, weil wir sehr zielgerichtet Informationen geben können, und wir können auch genauso zielgerichtet Fragen beantworten. Also wir können dann auch noch kleinere Dinge intern besprechen und auf Fragestellungen der Abgeordneten eingehen. Und wenn dann zum Beispiel in diesem Prozess, wie ändern wir die Baunutzungsverordnung, plötzlich aufpoppt, man braucht das und das Papier, dann gibt es diesen kurzen Draht, dann können wir das sehr schnell liefern und dann geht es seinen Weg weiter. Wir haben das Parlamentarische Forum Clubkultur hat einen offenen Brief geschrieben an Herrn Seehofer, weil dessen Referat diese Baunutzungsverordnung beinhaltet. Und wir sind auf diese Idee gekommen im Parlamentarischen Forum, dass wir einen offenen Brief schreiben könnten, in dem eben auch alle Fraktionen darauf hinweisen, dass das nötig ist. Also dass es sozusagen ein gesamtgesellschaftliches Interesse gibt, diese blöde Baunutzungsverordnung zu ändern und vor allen Dingen anzupassen an die aktuelle Zeit. Und da wir da schon alle demokratischen Fraktionen zusammen hatten, war das dann relativ einfach, weil die auch ein Interesse daran hatten, diesen Brief in den Fraktionen herumzugeben, sodass wir über 150 Unterschriften von unterschiedlichen Parlamentariern hatten auf diesem Brief, der dann sehr öffentlichkeitswirksam an Herrn Seehofer übergeben wurde. Das heißt, es ist am Ende für uns, wir arbeiten gemeinsam mit diesen Parlamentariern, die unsere Interessen vertreten. Und wir hören gut zu und lernen ganz viel und können sozusagen einen Schritt nach dem anderen gehen. Und ich habe mit daran gearbeitet, diese Baunutzungsverordnung zu verändern. Ich weiß noch, Marc und ich, wir haben ganz oft zusammengesessen und ich habe da immer dran geglaubt. Aber ganz ehrlich muss man sagen, dass wir als Clubbetreibende ein Bundesgesetz verändern, das ist schon echt ein hohes Ziel. Und da muss man mit sehr viel positivem Elan reingehen, dass man wirklich daran glaubt. Und ich glaube heute, dass wir das ohne das Parlamentarische Forum nicht geschafft hätten. Also das ist wirklich eine unfassbar hilfreiche Sache. Und bezogen auf Corona war das natürlich auch total hilfreich, weil wir haben alle die Politiker gehört von Anfang an im Fernsehen, alle haben gesagt, ja, die Kultur, klar, muss man helfen. Ich kann mich noch erinnern, dass es letztes Jahr im Sommer hieß, doch, man muss euch helfen, aber wir können jetzt keine passgenauen Programme für euch entwickeln. Irgendwie alle sind ja betroffen und das kann man nicht passgenau machen und das wird schon gut gehen. Und wir haben immer gesagt, das wird niemals gut gehen. Wir sind so eine besondere Branche und wir sind auch so
extrem betroffen, weil wir 100% Ausfälle haben. Also uns helfen am Ende diese 80% Überbrückungshilfe im Zweifel nicht, wenn wir keine Kredite und keine Rücklagen haben. Und man musste so wahnsinnig viel überzeugen. Und auch hier war das mit dem Parlamentarischen Forum total gut, weil wir aus jeder einzelnen Fraktion mindestens einen hatten, dem wir unsere Sorgen und Nöte tatsächlich one-to-one weitergeben konnten und auch auf Nachfragen haben reagieren können und einfach erklären konnten, wie der Hase läuft sozusagen, also was unsere Probleme sind, die das dann wiederum weitergetragen haben. Also auch das hat uns total geholfen. Und also ich glaube, wir haben ein noch größeres Verständnis für Politiker entwickeln können und PolitikerInnen. Und ich glaube, die haben auch sehr viel Verständnis für uns entwickeln können. Und ich bin davon überzeugt, dass die, die eigentlich keine Clubgänger sind, die in diesem Forum sind, aber trotzdem unseren Spirit sozusagen eben auch weitertragen an andere Mitglieder in ihren Fraktionen und sich dafür einsetzen. Deswegen ist es, also ich habe es jetzt schon dreimal gesagt, ich sage es aber nochmal, es ist wirklich eine richtig gute Sache und wir sind sehr froh und sehr dankbar und freuen uns auf die nächsten Projekte, die wir angehen werden. Corona wird uns noch begleiten. TA Lärm ist jetzt so eins unserer Ziele. Auch ein dickes Brett, muss aber gemacht werden und wir wissen auf jeden Fall schon, dass wir dieses parlamentarische Forum und aus jeder Fraktion eben mehrere Leute schon hinter uns haben und hoffen, dass wir da auch weiterkommen. Vielen Dank, Pamela. Gibt es Fragen aus der Runde? Katja. Läuft? Ja. Ich bin Katja vom Music Board. Also erstmal, man kann ja auch mal vielleicht einfach Lob sofort mal hier loswerden. Mega, mega toll, dass ihr das gemacht habt. Mich interessieren zwei Sachen. Wahrscheinlich hast du es gesagt, aber vielleicht habe ich nicht richtig zugehört. Kannst du noch einmal sagen, was die Initialzündung war? Also wie habt ihr die alle dazu bekommen, dass sie dann wirklich gesagt haben, yay, machen wir? Und ist das, was ihr da macht, abhängig von Wahlen? Also glaubst du, es wird dann im Oktober sozusagen nach den Wahlen, also wird das so weitergehen oder geht das mit den Menschen weiter oder müssen die dann entsandt werden, wären meine zwei Fragen. Ich fange mal mit dem zweiten an. Tatsächlich ist das natürlich auch abhängig von den Wahlen. Also das parlamentarische Clubforum besteht aus Parlamentariern und die müssen eben wiedergewählt werden. Wir wissen auch schon, dass es vermutlich zu einem gewissen Austausch kommen wird. Aber es werden nicht von einem Tag auf den anderen sozusagen alle wegbrechen, sondern wir werden neue mobilisieren müssen und wollen. Und ich glaube aber, dass die Kollegen im Parlamentarischen Forum das dann eben auch tun werden. Aber ja, auch das ist von den Personalien abhängig. Das andere, die Initialzündung. Ich habe es so halb erzählt, ich habe es aber am Ende nicht ganz zu Ende erzählt. Also die Initialzündung kam, so diese Idee, der Grundgedanke auf der Stadt nach Acht, dass Karin Ley gesagt hat, so wir müssen eigentlich so ein parlamentarisches Forum gründen. Das gibt es zum Beispiel auch für Wein. Und der, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, aber man erzählt sich, das parlamentarische Forum Wein trifft sich, um Wein zu trinken. So. Also das war aber nur so, das wurde nur so, also so, man müsste das eigentlich mal machen. Und was ich vorhin nicht gesagt habe, Wir haben ja auch schon vor dem Parlamentarischen Forum an dieser Baunutzungsverordnung gearbeitet, sehr hart auch und eben auch mit verschiedenen PolitikerInnen, die jetzt auch Teil dieses Parlamentarischen Forums sind und wir wurden eingeladen als Expertengremium in den Bauausschuss vom Bundestag und da haben wir drei von uns, Steffen war dabei, ich war dabei und Jakob noch aus Berlin, wir haben eben über unsere Situation gesprochen und versucht darzulegen, dass wir eben keine klassischen Vergnügungsstätten sind wie Bordelle, sondern dass wir Kultur machen. Und es waren auch noch zwei andere Sachverständige dabei. Und das war ein sehr, sehr ungewöhnlicher Ausschuss, wie man uns hinterher erklärt hat, weil alle demokratischen Fraktionen im Wesentlichen da saßen und gesagt haben, ja, genau, das finden wir auch. So, also eigentlich hätte man dann auch schon aufhören können. So, also normalerweise schreien die sich da an, die fallen sich ins Wort und man ist natürlich selbstverständlich unterschiedlicher Meinung, weil da ist die Regierungsfraktion, da ist die Opposition und selbstverständlich findet man sich gegenseitig blöd. Und das war da einfach gar nicht. Und ich glaube, das war auch noch so eine Initialzündung, als wir dann hinterher da zusammenstanden, um ein Foto zu machen. Das ist hier auch dabei, das ist hier unten dieses Foto. Das war so nochmal so dieser zweite Moment, dass die alle so dicht nebeneinander standen und auch festgestellt haben, so okay, komisch, wir sind einer Meinung. Lass mal was zusammen machen. Okay. Weitere Fragen? Wenn nicht, dann hätte ich eine. Siehst du
auch die Möglichkeit oder könnte das parlamentarische Forum Club Kultur und Nachtleben auch eine Blaupause sein für ähnliche oder für parlamentarische Foren auf Länderebene? Unbedingt. Sollte man jetzt auf Länderebene jetzt Bayern, Baden-Württemberg extra machen oder wäre es eine Idee, mal Landespolitikerinnen oder interessierte Landespolitikern mal auch so eine Konferenz zu laden oder sich mit denen zu vernetzen? Ich glaube, das ist eine total super Blaupause für die Länder. Ja. Also wir haben in Berlin, unabhängig vom Forum, in Berlin gibt es im Augenblick jedenfalls ein relativ großes Verständnis für Clubkultur. Mhm. Und da haben wir das sozusagen auch so referatsübergreifend, gibt es Zusammenarbeiten. Und das sind also bei uns zum Beispiel Senatsverwaltung für Kultur und die Senatsverwaltung für Wirtschaft. Das sind zwei unterschiedliche Parteien, einmal die Linke, einmal die Grünen, die da auch schon zusammenarbeiten. Und da sieht man eben auch, wie wichtig das ist, dass man über Referate hinweg sich unserer Themen annimmt und eben auch über Fraktionen hinweg. Und ich würde das auf jeden Fall empfehlen, das zu versuchen, das auf Länderebene hinzubekommen. Wir sind ein gutes Thema, damit können, das ist halt, es ist nicht so rein Wirtschaft oder rein Kultur oder rein Gesundheit, sondern wir vermengen, wir haben so ganz viele Schnittmengen aus so wahnsinnig vielen Bereichen, dass ich eben glaube, eben einfach viele damit identifizieren können, sofern sie verstanden haben, wer oder was wir sind. Ja, ich sehe es natürlich ähnlich, aber ich sage auch oft unseren Mitgliedern, wir haben ja sehr viele Festivals und Clubs und sage immer, wenn ihr Veranstaltungen macht, ladet eure Landespolitikerinnen ein, zeigt sie in euren Club, euer Festival und wenn ihr dann 10-mal oder 9-mal vielleicht eine Absage bekommt, aber irgendwann kommen die schon und schauen sich das an und dann kann man die natürlich auch für solche, für die Themen eher mobilisieren und ich sage mal, boshaft sein, aber natürlich sind auch Festivalbesucherinnen, sind auch potenzielle Wählerinnen für jemanden. Und da einfach auch der Aufruf nochmal an alle, sehr schon ein paar Ländervertreterinnen, einfach auch da vielleicht aktiv zu werden. Gut, super. Wenn es da nichts mehr gibt, da ist noch eine Frage. Da kommt jemand. Entschuldigung. Die Brille. Das verträgt sich immer nicht so. Benjamin Hopp, mein Name, Popularmusikbeauftragter Bezirk Unterfranken. Ich habe eine Verständnisfrage. Diese Baunutzungsänderung, Ordnung, du weißt, was ich meine? BauNVO. Danke, merke ich mir bis morgen. Okay. Kann das, abgesehen von dem wunderbaren Anteil, dass das jetzt euch besser einstuft als kulturelle Orte, hat das auch eine Auswirkung auf Förderungen? Also seid ihr damit auch nicht nur als Ort beziehungsweise für den Bau neuer Spielstätten quasi besser gerüstet, sondern auch nachträglich als Kulturort und könnt dadurch bessere Förderung beantragen? Ist da perspektivisch irgendwas abzusehen? Ich glaube da dran. Also ich kann das nicht mit Ja oder Nein beantworten. Also erstmal ist es eine baurechtliche Einordnung, die uns im Baurecht einordnet. Aber natürlich ist es quasi der Fuß in der Tür, dass man dann noch sagen kann, dass man Papier hat, auf dem draufsteht, so hier, hallo, ich bin laut Bauordnung, ich bin ein Kulturbetrieb. So, das heißt also, ich zum Beispiel arbeite damit auch, dass man sozusagen versucht zu erklären, okay, so, du weißt nicht, was dein Club ist, aber hier steht schwarz auf weiß, wir sind Kultur, warum bekommen die privaten Theater eine Förderung, warum nicht wir? Das ist ja total unfair und macht überhaupt gar keinen Sinn. Also es ist schon wieder, manchmal muss man ja gerade bei PolitikerInnen und Verwaltung irgendwie so Brief und Siegel haben. Und für mich ist das so ein Brief und Siegel und damit kann man sehr viel offensiver auftreten. Also ich glaube da dran. Danke. Dankeschön. Okay, vielen Dank, Pamela, nochmal für deinen Vortrag.